Na dann geht's auf zum freie Energietreffen der nächsten Generation. Ja, mal gucken, mit wie viel Kohle man heute am 23.11.2012 dafür braucht. Ja, 200 Euro hat er mir ausgespuckt. Das sei 400 Mark. Das sei 4000 Ostmark für ein Wochenende irgendwo hinfahren. Echt hammerhart. Jetzt scheint auch noch mein Auto kaputt zu sein. Vorhin war der Tank voll. Und ich bin erst ein paar, weiß nicht, 150 Kilometer gefahren. Scheiß. Jetzt geht er in Solid State sozusagen. Ja. Alles klar. Das riecht schön nach Ozon. Und hiervon ist jetzt eine Power und der Rest ist Trigger. Ach, das ist alles hier unten drin. Ja. Oben sind nur die Generatorspulen und nur unten hast du praktisch diesen. Ja. Ach na klar, muss ja nur an eine Stelle. Richtig. Also fehlt ja oben drauf auch noch einer, oder? Ah. Aha. Ah. Sehr geil. Was? Einfach nur sprachlos. Was man bei Dini alles benutzen kann. Echt klasse. Also die Stromaufnahme pendelt nicht mit im Takt, sondern so wie sie gerade lustig ist. Jetzt bis zu 1 Ampere hoch, dann wieder runter. Jetzt ist sie wieder bei 0. Und jetzt kommt sie wieder hoch. Das ist jetzt das Ampermeter ist jetzt im Eingang. Einfach nur im Eingang. So. Ja. Hey, das soll uns mal einer erklären. Das ist echt verblüffend. Und auch nur mit 12 Volt pumpt es ganz schön. Ja, wer aufmerksam zugeguckt hat, wird bemerkt haben, dass ich in Thüringen unterwegs gewesen bin. So viel kann man schon mal sagen. Der Erfinder dieses Gerätes, ja, was heißt Erfinder, was schon vorher da gewesen ist, in eigener Version nachgebaut, er möchte erstmal anonym bleiben. Ursprünglich hat er eigentlich einen Antrieb für ein Hebepumpensystem gesucht. Da habe ich dann auch das erste Mal davon gehört. Gewisser Heinrich Schmid. Na, wo steht's? Hier steht's, ne? Hat dann nämlich dieses Büchlein rausgebracht und ja, ganz durchgelesen habe ich mir es noch nicht. Werde ich dann mal machen, aber das, was ich da bei diesem Thüringer da gesehen habe, hat mich schon etwas zum Nachdenken angeregt. Tja. Ich schaue mal, ob ich ein paar Links finde und haue sie dann mal mit runter. Und wenn man Neues gelernt hat, ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man sich dann an einem harmonischen Ort
das alles nochmal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen lässt. Ja? Ja, von der Seite hin und so. Ein Haufen, ja. Das passt gerade noch so mit drauf. Gleich ist mein Film alle. Jetzt die Enten auch noch mit aufnehmen. Die Enten? Max auch mit. Oh, die glücklichen Freilandenten und Gänse und Puten. Oh, schön. Schön. Jawohl, geht's denen jetzt ein bisschen besser als in Käfighaltung, wa? Ne, die waren ja nie im Käfig. Ach, die waren hier im Käfig. Hühner war Käfighaltung. Ach so. Die waren immer hier. Ah. Bis Weihnachten.